Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute möchte ich euch gerne zeigen, falls bei euch ein Steam-Update Probleme macht. Und zwar dann kommt eine wunderschöne Fehlermeldung: Update konnte nicht heruntergeladen werden, Grund Festplattenfehler. Und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr das beheben könnt. Das Problem hatte ich nämlich gestern auch. Ich hatte nämlich hier diese ganzen Festplatte hier. F, die und hier waren noch voll mit den alten Betriebssystemen. Also habe ich, und hier war auch Steam drauf. Habe ich hier erstmal von alte Festplatte F in C rübergezogen in Programme 86. Und hier Steam. So, dann kam das Problem. Manche Spiele gingen, wo es keine Updates für gab. Aber wo halt Updates da waren, die konnte ich nicht spielen. Egal wie groß das Update war. Und jetzt bin ich einfach hergegangen und ich zeige euch mal, wie ihr das jetzt am besten beheben könnt. Also, zuerst geht ihr hier hin und nennt diesen Ordner um. Egal wie. Nehmen wir jetzt einfach mal so. Wird wahrscheinlich jetzt nicht gehen, ja, weil Steam offen ist. Das heißt, ich beende Steam mal. So, wiederholen. Abbrechen, umbenennen. Wichtig, Steam muss halt geschlossen sein. So, ihr benennt es einfach irgendwie so um. Oh, es ist wahrscheinlich noch immer offen. Das kann ja nicht sein. SS. Nee, ist nicht mehr offen. Dann halt nochmal. FHDG. Wurscht. Ach, das muss eigentlich zu sein. Ja, wurscht. Warum es mir gerade nicht geht, ich habe gerade so viel Zeug offen. Warum auch immer. Ist wurscht. Jedenfalls nennt ihr diesen Ordner einfach um. Nehmen wir einfach mal an, ihr nennt ihn, was weiß ich, Steam Alt. Gut. Angenommen, hier sind jetzt eure ganzen Ordner alles drin. Dann, und der Ordner existiert ja dann in dem Sinn noch nicht. Dann geht ihr einfach her, geht auf Steam und ladet euch Steam neu runter und installiert es. Dann sollte es so aussehen, nur dass halt die Ordner hier, was bei mir jetzt schon in Steam drin sind, die sind dann alle bei euch unter Steam Alt oder wie ihr den Ordner auch immer genannt habt, drin. Dann geht ihr einfach her, drückt Steuerung Alt, dann markiert euch alles, dann noch Steuerung X und dann habt ihr alles ausgewählt und dann löscht ihr hier aus dem richtigen Steam-Ordner, was ihr jetzt gerade runtergeladen habt, löscht ihr alles raus und kopiert alles rein. Dann könnt ihr eigentlich den Steam-Ordner hier, Steam Alt, könnt ihr dann sofort wieder löschen. Und den Steam-Ordner wieder mit euren ganzen alten Sachen. Könnt Steam ganz normal wieder starten. So. Könnt ihr Steam starten. Dauert jetzt ganz kurz natürlich. So, und ich zeige euch auch, dass das normal wieder geht. Hier habe ich nämlich gerade ein Update spielen. Wird gestartet. Seht ihr, wird gestartet der Update, der Upload. Kann hin und wieder dauern, bis es startet, so wie bei mir gerade. Was glaube ich aber auch gerade mit meinem Internet ein bisschen zu tun haben könnte. Weil vorher ging es auch gerade. Naja. Wie gesagt, so funktioniert es. Und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Vielleicht war es bei euch auch was anderes. Ich weiß es nicht. Kann sein, muss nicht sein. Aber ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und wir sehen uns damit beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.